Der diesjährige Preisträger in der Kategorie Phoenix Startup ist Lambda Wärmepumpen GmbH. Ich habe Umwelt-, Verfahrens- und Energietechnik studiert. Im Zuge meiner Masterarbeit sind wir auf ein Verfahrenskonzept gestoßen, wo wir die Energieeffizienz von Wärmepumpen deutlich erhöhen können. Dieses Konzept wurde technisch noch nie umgesetzt, konnte noch nie umgesetzt werden. Wir haben uns dem Thema angenommen und konnten das verwirklichen. Wir bei Lambda Wärmepumpen haben die Strömungsmechanik im Luftwärmetauscher maßgeblich optimiert. Das führt dazu, dass der Wärmetransport von der Luft in den Kältekreis um das 4- bis 6-fache erhöht wird. Hierdurch wird der Arbeitsaufwand des Kompressors deutlich verringert. Zusätzlich wird die Vereisung am Luftwärmetauscher reduziert. Die Nachfrage ist extrem hoch. Allein 2021 haben wir über 300 Wärmepumpen verkauft und nächstes Jahr erwarten wir eine Verdoppelung der Verkaufszahlen. Das kommt daher, dass wir nach EN 14825 26% weniger Strom verbrauchen gegenüber dem A++++ Energy Label.